So, hallo und herzlich willkommen. Die Ampel wird gerade rot, dann kann ich euch auch kurz anschauen. Jetzt ist sie grün. Herzlich willkommen, es geht los. Der Julian und ich haben heute ein Trainingsspiel zu pfeifen in Leutershausen. Dritte Liga gegen die TSG Hasloch. Mal wieder mit unserem geilen Headset am Start. Meine holde Maid sitzt neben mir und filmt das Ganze. Wir werden versuchen, einen ersten Vlog zu drehen. Und hoffentlich wird er für euch genauso unterhaltsam, wie es für uns immer unterhaltsam ist, wenn der Julian und ich gemeinsam pfeifen gehen. Wie gesagt, wir holen ihn jetzt ab oder wir fahren bei ihm mit. Das werdet ihr ja gleich sehen, ob er in diesem schicken, schnieken Auto weiter mitfahrt oder ob es ein komisches, anderes, mit Sternen auf der Haube mäßiges Auto wird. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und los geht's! Also, wir hätten das Ganze jetzt gerade ohne Wackeln aufnehmen können, aber die Kamerafrau hat versagt. Ah, der Julian ist schon wieder gestresst da hinten. Guck, wie er schon wieder tippt auf seiner Dose rum. Der ist schon wieder völlig am Durchdrehen. Wir haben noch nicht mal Kaffee getrunken. Ja, also ihr wisst, was euch gleich erwartet. Nichts Sterne bekommen. Also, erste Ritual, Alter. Ich hoffe, dass es nicht spritzt. Scheiße, ich krieg's fast nicht abkriegen. Stößchen! Ja. Na gut, die Schiedsrichter brauchen immer ein Käppchen vorm Spiel. Kamerafrau bitte halten, muss schalten. Oh, Alter, das war sogar ein Reim. Der YouTuber sich mal ein Automatikgetriebe gekauft. Ja, Schnauze. Und wieder Autofahren und nicht. Julian, ganz kurze Frage. Hat dein Drecks-Mercedes eigentlich ein Tempomat oder hat er keinen? Nee, aber ist ein Mercedes. Ja, gut, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga! Gut, bis später. Jetzt fahren wir ein bisschen Auto. Da müssen wir uns konzentrieren, da können wir nicht so viel Scheiß drauf machen. Fahrt, Leute. Was spielen die nochmal? Ja, dann spielen wir Rot, Grün, Schwarz und Grün. Na, dann können wir Blau nehmen, oder? Ich mach so einen schwarzen Balken drüber mit Tensiert. Kein Problem, das krieg ich auch hin. Okay. First things first, Julian, hast du eine Pfeife dabei? Ah, ich hab meine. Okay. Revolver? Oh, falscher Revolver. Oh, ja, das ist mir gerade der Revolver. So, das kann ich oben reinsetzen. Boah, das kann auch nicht Corona. Corona! Hör auf, das zu filmen, das ist ja peinlich. So hat jeder meine Gummis. Jo, schrei nicht so. Du schreist mir direkt ins Ohr. Ah! Spaß. Eigentlich verletzt mich Mikro bei dir schon mal 5 Minuten, aber ich bin noch viel. Ja, so sieht's aus. Und das Schlimme ist, ich höre ihn trotzdem noch, obwohl er auf dem Klo ist. Weil Dominik unter der Dusche ist noch lange nicht so schlimm wie Dominik auf dem Klo. Schnauze. Der sieht immer noch beschissen aus, ob Hautfarbe oder keine Hautfarbe. Ja, natürlich sieht es beschissen aus. Aber einen hübschen Mann entsteht nichts, Schatzi. Ah. Heute, Julian. Weiß nicht, was er von mir will. Der Junge kann es nicht sagen. Das ist heute. Der uns keiner an kann. So sieht's aus. Also unser nächstes Ritual. Das kennt die Gabi noch gar nicht. Maschallah, was ein Wetter, ey. Fertig, ein bisschen nass, ne? Nur ein bisschen. Also es ist kein Schweiß mehr und kein Wasser mehr, sondern es ist ein bisschen Regen. Also wir machen jetzt kurz was, weil sonst fahren wir wieder Auto, da brauchen wir die höchste Konzentration. Spiel werde ich Spiel habt ihr ja ein paar Zähnen gesehen. Zähnen. Zähnen. Und wir werden uns vorbereiten. Ich hoffe. Zähne oder Zähne? Halt bitte dein Maul.
Ja. Rituale habt ihr gesehen, das machen wir vor jedem Spiel, wir sind immer so. Sonst sind wir sehr zufrieden. Wow, mashallah, der Wetter. Jetzt vom Heim Julian, gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Wir waren mal wieder überragend. Fast. Also B-Note war wieder überragend, wie wir mit den Spielern umgehen. Und das ist immer das Wichtigste. Weil so wie es in den Wald reinschreit, schreit es auch wieder raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns ein bisschen zu begleiten. Und vielleicht machen wir das ja nochmal. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt, so wie wir. Pau, pau, pau. Ciao.